Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zum Kerbal Space Center. Heute ist unser Plan, eine Raumstation zu bauen. Und zwar haben wir letztes Mal die zwei wunderbaren Teile aus dem Station Science Mod freigeschalten, namens THNKR Research Lab. Was laut Beschreibung ein Haufen Zeug dabei hat, um Kerbals Versuche zu erlauben. Und das Experiment Plant Growth. Auf Deutsch, wir bauen eine Station mit dem Research Lab und dann schießen wir dieses kleine Experiment hoch und machen einen Haufen Science. So ist der Plan. Habe ich noch nie gemacht, aber kann ja nicht so schwer sein, oder? Also, Schritt Nummer 1. Mikrofon richten. Okay, besser. Schritt Nummer 1, neue Rakete mit einem Probe drauf. So, Probe, check, Probe. Also gut, nehmen wir es Station Science 01. Hm? Klingt solide, oder? So, Station Science 01. Okay, dann natürlich kommt drauf, oh, das Ding ist teuer, 10.000 Tacken nur fürs Freischalten, und nochmal 6.000 Tacken. Okay, ignoriert bitte nicht, das Ding wiegt 12 Tonnen. 12 Tonnen ist scheiße viel. Okay. So. Okay, 12 Tonnen. Was wir dann natürlich dann bräuchten, wäre ein RCS, ein Reaction Wheel, damit wir es auch ein bisschen drehen können, wäre gut. Okay. Und das Ding braucht mindestens einen Scientist zum Steuern. Entsprechend wäre es vielleicht gut, wenn wir... Sollen wir so ein MK1-Pod mitnehmen? Bin mir nicht so sicher. Ein Adapter tut's auch, oder? Na toll. Ist ja mega, das Teil. Wir nehmen MK1-Pod. Sieht vielleicht nicht unbedingt schick aus, aber er tut seinen Job. Okay, und was haben wir hier? Ein FLA-10-Adapter. Was haben wir hier? Das kaufen wir einfach mal. So, das. Die Teile werden wir sowieso alle früher oder später brauchen. Ja, das haben wir gebraucht. So. Das nenne ich mal schick. Okay. Damit haben wir das schon mal. Gut. Batterien. Batterien sind unerlässlich. Toll, wir haben die kleinen Batterien. Okay, wir nehmen von den großen Batterien. Und zwar Quadro-Stück bitte. Check. So ein bisschen nach oben. Okay. Solarpaneele auch unbedingt. Nehmen wir auch 4 Stück. So, nee, machen wir die. Bringen wir sie so an. So. Weil so viel ich weiß, braucht das Teil zum Researchen relativ viel Science. Also wäre gut, wenn wir da equipped wären. So. Moment, hatten wir nicht. Ah, hier. Clampotron Docking Port Junior. Wir haben nur die kleinen. Also nehmen wir die. So. Davon brauchen wir aber keine 4 Stück, bitte. 2 werden es tun. 2 Stück, links und rechts. Okay. So. Das Ding muss ins All. Okay. Das Ding muss ins All. Wir brauchen immerhin keine Fallschirme, weil das Ding wird nicht zurückkommen. So, deswegen kommt vorne ein Dockingport dran. So. Licht. Wir brauchen Futter. Wir brauchen unbedingt Futter. Weil das, das ist vielleicht ein bisschen viel Futter, oder? Weil das, Geforsche wird hungrig machen. Wir nehmen den kleineren Tank. Wie viel wiegt denn das Teil? Boah, 5 Tonnen! Brauchen wir 5 Tonnen Essen? Was sollen wir machen? Sollen wir vielleicht so eine Freeze Chamber reinsetzen? Oh! Cryogenic Freezing. Das nehmen wir. Kostet zwar 8.000, wiegt aber dafür nicht mal eine Tonne. Oh ja. Bam. Da können die Kerbals ein bisschen frieren. So. Ein bisschen Glycerol hätte ich trotzdem auch gerne dabei. Ihr wisst schon, für nochmaliges Einfrieren und wieder auftauen. Wiederverwerten nennt sich das ganze Ding.
Sagt mir nicht, ich habe kein Glyko. Nein, wir haben es noch nicht, verdammt. Wir haben nur die Freezing Chambers. Wie viel Scientists brauche ich dafür? Requires at least one scientist. Okay, nur einen. Ja, dann sparen wir uns die Teile vielleicht. Sparen wir sie uns und füttern wir ihn halt durch. Wie viel kann so ein einzelner Scientist schon essen? Kann doch nicht so viel verbrauchen, der Kerl, oder? Meiner Meinung nach. Aber was weiß ich schon. Und dann schmeißen wir das hier auch raus. Brauchen wir auch nicht. So. So ein Adapter. Okay, Problem erledigt. Sieht vielleicht nicht mega schick aus, aber wird seinen Job tun. Okay. So. Wird schon taugen. So. Docking Ports, check. Nehmen wir vielleicht 3 Docking Ports. Ja, ich habe den Dock. Nee. Dann habe ich einen Docking Port aufs Auge drauf. Das sorgt für Probleme, das sehe ich jetzt schon. Okay. 2 Docking Ports da oben. Ja, das wird reichen. Das wird reichen. Und da unten kommt dann. Werden wir dann nachträglich irgendwie per EVA eigenen Docking Port irgendwann mal dran setzen. Das müssen wir dann sehen. Das müssen wir nicht jetzt entscheiden. So. Also, haben wir ja Kohle gemacht letztes Mal. Also kommt hier ein Decoupler dran. Sollen wir, oder sollen wir da einfach eine Engine dran klatschen? Haben wir eine große Engine? Nö, wir haben, doch, wir haben die Skipper Engine. Die Skipper Engine ist nicht der Burner. Aber die Pool Engine ist geil. Wir nehmen die Pool. Und zwar mit einem Rockomax Fuel Tank. Bam. Pool Engine. Bam. So, wisst ihr was? Und das kommt hier weg. So. Okay, so. Dann kommen hier ein. Machen wir hier noch. So, 4 Decoupler dran. Problem solved. So. Das ganze Ding kommt ins All. Okay. Und mitfliegen tut Jenny! Nein. Valentina. Valentina ist Pilotin. Nein. Bob. Bob hat drauf, Bob fliegt. So. Okay. Da haben wir die Pool Engine. Die Pool Engine wird das Ganze bitte in den Orbit bringen. Klar, wieso nicht? So. Okay. Brauchen wir irgendwie die Aerodynamik. Ne, das macht aerodynamisch. Pff. Schon zu spät. Okay. Und dann. Wir könnten aber eigentlich. Wäre es allzu blöd, die kleine Experimental. Könnten die mit hochschießen? Oh, Antenne. Wir könnten die mit hochschießen und sie praktisch oben die kappeln und irgendwie wieder runtersegeln lassen. Irgendwie. Die Frage ist nur wie. Das müssen wir uns noch entscheiden. Was wiegt denn so eine Antenne? 0025 wiegt das Teil. Klatschen wir mal hier so dran. Wie viele Batterien werden wir dafür verbrauchen? Ah, gar nicht so viel. Eine Batterie wird reichen. So, eine zusätzliche Batterie. Problem erledigt. Okay. Wir machen das. Wir schießen das Teil mit hoch. Und dann brauchen wir es nur irgendwie deorbiten. Oh ja. Genauso machen wir das. Aufgepasst. Wir nehmen einen Decoupler. Eigentlich müsste das Teil selbstständig da hoch und wieder runterkommen. Aber das erste können wir ja praktisch sozusagen for free mit hochschießen. Wieso denn nicht? So. Okay. Dann kommt hier ein Reaction Wheel dran. So. Und eine Probodyne. So. Und ein bisschen Solarpaneele. Weil wir wissen, ohne Strom ist eher so schlecht. Die winkeln wir auch ein bisschen an, so aus Erfahrung. So, ein bisschen nach außen. Okay. Übersteht das den Wiedereintritt? Just in case. Wo sind da? Hitzeschild. Haha! Wir nehmen ein bisschen weniger Ablator mit. 30 wird's tun. Okay. Und jetzt kommt der große Clou. Das ganze Ding werden wir deorbiten, einfach mit. Ah, nein! Ich habe keine Separatrons dabei. Oh.
bräuchten Separate Drums. Moment, Licht. So. Wird langsam dunkel hier. Wir bräuchten okay, wir haben keine Separate Drums. Wir werden. Sollen wir die Thud Engines nehmen? Oder die Sparks? Wir nehmen so eine Spark Engine. Wir nehmen eine. Oha, aufgepasst. Wir nehmen einen Fuel Tank. So. Haha. Spark Engine. Obendrauf. So. Oha. Und dann treten wir praktisch. Wir beschleunigen rückwärts. Und treten kopfüber in die Atmosphäre wieder ein. Das ist doch meine Idee. Kann doch schief gehen. Fallschirme. Zwei Stück reichen. Check. Nein, ihr kommt da ganz hoch. So. Okidoki. Was kann dabei nur schief gehen, ha? So. Fallschirme reichen. Oh, werden wir auf dem Kopf landen? Ist eigentlich scheißegal, wie wir landen. Hauptsache, das Ding kommt irgendwie heil an. So. Oh, fuck. Das wird furchtbar. Okay, so. Station Science 01. Okay, so. Wir haben unseren Scientist an Bord, dann wird es Zeit, unsere Startstage zusammenzuschrauben. Und wie immer lautet die Devise, mehr Booster. Das machen wir von vornherein gleich mal klar. Oh, wir haben neue Booster, ne? Wir haben die Kickback Booster. Oh, ja. Oh, ja. Das Problem an den Dingern ist nur, wir haben jetzt nicht... Durch meine Position der blöden... Macht nichts. Wir klatschen hier Fuel Tanks dran. Als Abstandshalter. Und an die Abstandshalter kommen die Decoupler. Und an die Decoupler kommen die Fuel Tanks, die Booster. Hä? Was ist ein diabolischer Plan? So. Damit hoffen wir, dass die Booster uns nicht irgendwie Probleme verursachen. Was die garantiert werden. So, Fuel-Leitungen. Okay. Nasen. Check. Reichen? Wir reichen niemals 4 Booster. Also nehmen wir 8 Booster. So. Dann vielleicht drosseln wir die Leistung der Booster etwas. Sagen wir mal 70% jeweils. Naja, 70% sind zu wenig. 75. Ja, dann 75,5, soll mir auch recht sein. 75,5, dann haben beide Booster zusammen so viel Leistung wie 1,5. Und dafür brennen sie aber länger. Das ist die Planidee. So, Nasen drauf. Check. Check. Flügelchen. Check. Struts? Weil ohne Struts, seien wir mal ehrlich, dieses Gebilde ohne Struts. So. Und von hier nach da. So. Könnte. Und dann noch von hier nach da. Okay, was ist los? Was habe ich überschritten? Maximale Masse habe ich überschritten. Müssen wir irgendwas upgraden. Okay. Könnte das reichen bis ins... Ja, könnte. Wir haben 8 Booster. 8 Booster und eine effiziente Engine. Könnte. Wir werden es versuchen. Okay, wir speichern das ganze Ding, müssen kurz zurück, um irgendwas upzugraden. Wahrscheinlich das hier. Ja, was kostet das? 250.000. Easy. Pff, kein Problem. Da haben wir den Teil-Account. Brauchen wir nicht. Okay. Damit sind wir noch bei 600.000. Ich habe sogar einen Auftrag. Das ist das Problem. Ich habe sogar einen Auftrag, der sagt, baue eine Station im Umfeld von Kerbin.
Die wollen aber dafür, dass man einen 12-sitzige Station baut. Für 12 Kerbals. Ich habe aber keine Pots für 12 Kerbals. Also ich müsste 3 von den 12 Tonnen schweren Teilen hochschleppen. Also, not gonna happen. Mm-mm. So. Toggle. Also mal kurz gucken, was das Ding braucht. Requires at least one scientist. With placement parts. Muss mir das irgendwas sagen? Nö. Ja. Hey. Okay. Braucht das Ding irgendwas? Nö. Ja. Okay. Dann müsste das versuchen. Müsste das funktionieren? Scientist ist an Bord. Oh, und just in case hätte ich vielleicht doch zum... Oh, große Solarpaneele. Sollen wir große Solarpaneele nehmen? Ich habe die großen Solarpaneele hier schon. Die da. Oh, die sind groß. Sollen wir? Nee, nehmen wir 4 von den kleinen. So, hier unter die Batterien. Ja gut, so, okay, so ist gut. Okay. So, das müsste passen. Also, safe und starten wir mal. Schauen wir mal, das geht garantiert schief. Aber falls das klappt, dann wäre es gut, ne? Bricht schon mal nicht auf Startbild zusammen, ist schon mal was. Okay. Also, Start. Von Station Science 01. 3, 2, 1, Feuer! Oh ja. Es hebt ab. Bob ist begeistert. Bisschen alleine, ha? Huh? Immerhin. Wir beschleunigen. Aber relativ langsam. Wobei, wir haben schon 300 Meter pro Sekunde. Also so langsam. Oh Gott, ich habe die Fallschirme für die Booster vergessen. Oh oh. Ey. Okay, start der Poodle Engine. Die Dinger kippen. Nein. So früh wollte ich nicht in Orbit einschwenken. Und vor allem nicht so krass. Komm schon. Du hast doch ein Reaction Wheel drauf. Sogar 2. Lass den Scheiß. Ich drücke hier voll durch, aber irgendwie ist das nicht so cool. Dieses Gedrehe ist natürlich... Komm, jetzt hol mal die Nase hoch. Das wird nicht gut gehen. Oh Gott, die müssen die Booster gleich absprengen. Komm schon. Okay, und tschüss. Immerhin. Wir sind rausgekommen. So. Okay. Das wird niemals für den Orbit reichen, oder? Wow! Das hat für den Orbit gereicht. Wir hatten das erwartet. Dann legen wir uns mal voll rein. So. Ich meine, unser Orbit hat jetzt leider eine leichte Inklination. Aber hey. Können wir die Solarpanel schon aufmachen? Oh, das ist nicht mehr leichte Inklination. Machen wir Solarpaneele auf? Bei 55.000 wird das schon gehen. So. Moment, du frisst doch nicht den Fuel von da vorne, oder? Aber mal nicht. Okay, wir cutten die Engine und beschleunigen mal ein bisschen raus. Wir sind im Orbit, das ist doch schon mal was. Okay. So. Und schauen wir mal, wie stark die Pudel uns antreibt. Was hat denn die so für. Was leistet die Pudel so? 250 Kilonewton ist nicht die Welt. Aber die hat halt einen Specific Impulse von 350. Ist halt schon sehr gut. Ich brenne absichtlich ein bisschen schief, weil ich versuche, unseren Orbit ein bisschen auszugleichen. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Beschleunigen wir lieber effizient. Was soll's. Okay. Oh oh. Wir sind schon wieder am Fallen. Was sagt unser Fuel? Hier vorne ist immerhin noch voll. 200 Liter noch. So.
Machen wir mal Warp an, ein bisschen. Damit es heute noch was wird. Aber es könnte was werden. Das könnte. Oh Gott, das ist die popligste Raumstation, die wahrscheinlich je gebaut wurde. Ein bisschen Leistung drosseln. Oh oh. Komm schon, ein bisschen noch, nur ein bisschen noch. Komm schon. Wie viel Liter haben wir noch? Da haben wir 18 Liter drin und hier haben wir nichts. Das war's. Okay, wenn wir das Fuel von hier vorne nach hier hinten verlagern. Okay, gewinnen wir dadurch vielleicht gerade noch genug? Wir sind halt schon way neben der... 40.000. 40.000 Meter. Reicht nicht. Mist. Okay, die Idee wäre so, wenn wir jetzt nicht nach Kerbin zurückfallen würden. Wir könnten jetzt praktisch hier Start Research machen. So. Und jetzt sagt er uns hier Eureka's Full. Und dann klicken wir hier Start Experiment. Und dann, genau, habe ich hier 100% Load. Das Ergebnis ist, jetzt sollten sich hier die Eurekas füllen, theoretisch. Irgendwie mager nur nicht. Stop Research, wenn ihr Q-Report 100% Load. Ah doch, da füllt sich's, aber langsam. Und wenn das Ding voll ist, dann steht der Experiment full, dann muss ich das Ding wieder zurück auf die Oberfläche bringen, recovern und dann gibt's Mod Science. So ist der Plan. Problem, das wird jetzt halt eher so nicht funktionieren. Aber gut, nehmen wir das als Testlauf. Ja, uns fehlt nur ein bisschen Fuel, minimal. Wenn wir zum Beispiel das ganze Ding stabiler geflogen bekommen würden, wäre das sicher schon mal gut. Also mehr Flügel wären zum Beispiel gut. Oder brauchen wir lenkbare Flügel? Oh, ich weiß was. Wir verbauen hier oben Flügel. So. Hä? Das müsste stabiler werden. Okay. Und dann könnten wir vielleicht hier oben eine Nase drauf bauen. Was kostet denn das Teil? Es wiegt 002 Tonnen. Ach komm, was soll's. Drauf damit. So. Ist das ein Separator? Ja. Und da kommt eine Nase drauf. Ich gebe hier haufenweise Kohle aus für kleine Teile. So. Hä? Schon besser. Okay. Und dann... machen wir noch Folgendes. Wir hängen da noch ein bisschen Fuel an. Damit die Pudel etwas länger brennen kann. Dafür müsste ich hier den Decoupler rauskriegen können irgendwie. Ach, das ist immer so ein bisschen so ein Problem mit diesen Decouplern hier. So, okay. Haben wir den hier weg. Und dann nehmen wir Stack Decoupler. So. 4 Stück. Und dann kommt hier jeweils so ein Fuel-Teil dran. Nee. Ist übertrieben. Nehmen eins davon und einen davon und so. Okay. Dann kommen hier noch die Fuel-Leitungen dran. So. Und hier nach drüben. Und dann müsste das... oh, Quatsch. Da brauchen wir noch die Struts wieder dranhängen von vorhin. Und dann sind wir soweit. So. Okay. So. Sieht doch schon mal gut aus. Wenn wir nicht kippen, haben wir ein bisschen mehr Fuel dabei. Okay, das müsste funktionieren. So, das testen wir noch beim nächsten Mal. Weil wir sind schon wieder über der Zeit. Aber
Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wie immer, ne? Wenn ja, wenn nein, Comment Section. Und wenn ihr sehen wollt, wie das funktioniert, dann beim nächsten Mal reinschauen. Bis dahin, viel Spaß noch.